ich mache heute nochmal einen Schusstest. Revolver versus Heckler & Koch VP9. Ja. Wir werden auf 7 Meter 6 Schuss mit den Moskitos machen, mit den Den Resin. 0,45 Gramm schwer. Und dann nochmal mit der Heckler & Koch Alu-BBs 0,30 Gramm schwer. Gucken, welche Waffe besser schießt oder ob sie gleichwertig sind. Ja, Antriebsart ist eine CO2-Kapsel und bei der Heckler & Koch dieses Swiss Arms Extreme Gas, das habe ich mir mal neu bestellt. Finde ich sehr gutes Gas, neben Walter ein perfektes Gas. Ja, kann ich beide empfehlen, weil hier eine Kunststoffkappe drauf ist und bei der Walter ist das auch eine Kunststoffkappe drauf und deswegen geht es bei manchen Gasmagazinen besser rein, das Gas. Heckler und Kochflaschen haben hier Alu-Stutzen und da entweicht immer so viel Gas bei manchen Magazinen. Deswegen finde ich die Kunststoffkappen oder Kunststoffdinger besser. Kann ich, wie gesagt, nur jedem empfehlen, dieses Extreme Gas. Ja. Aufgeladen ist die Heckler und Koch. Ja. Dann werde ich das hier schnell mal durchladen. Oder ich kann euch das auch zeigen. Ja. Machen wir erstmal alles raus hier. Schrauben das hier auf. Ist noch der alte Den Resin, Baujahr 2014. Ja. Der geht ganz gut eigentlich, wie ich finde. Eigentlich auch sehr präzise. Ja. Mal hier diese Ladehülsen, die sind nicht noch zum Aufschrauben. Da gibt es ja jetzt auch schon wesentlich bessere Varianten, ja, die man halt wie gesagt hinten reinsteckt und lädt den Diabolo in die Hülse. Ja, aber das geht hier eigentlich auch recht gut. Ja, sozusagen. Drei müssen noch kommen. Und dann zeige ich euch mal die Heckler und Koch, wie gesagt. Wenn man die belädt. Ja. So. Natürlich nehmen wir das Schussbild von den beiden Waffen wieder über GoPro auf. Und dann spiele ich euch das Trefferbild, das Treffervideo, alles separat dann nochmal ein, ja, dass ihr auch alles seht. Und ihr auch da nicht zu kurz kommt. Gut, geladen ist die. Ja, legen wir hier zu die Hülsen. Sechs Schuss. Ja. Genau, und jetzt holen wir uns mal die Heckler und Koch raus. Ich habe hier so ein schönes Chase. Ja. Kann man ein Magazin hier reinpacken und dann natürlich die schöne Heckler und Koch. Die legen wir es mal beiseite. Dann lade ich hier auch sechs Schuss rein. Ja. So, drei haben wir jetzt, also nochmal drei. Noch eine Kugel. So, dann haben wir hier genau sechs Stück drin. Ja, legen uns das Magazin hier auch mal hin. Legen wir uns mal so hin, dass ihr das auch sehen könnt. Ja, so, gut, dann wie gesagt, folgt dann der. Gut, dann schießen wir erstmal mit den Den Resin. Ich lade den erstmal, ja. Seht ihr ja hier. Sechs Schuss mit den Den Resin, wie gesagt. Und dann gucken wir mal, wie gut der geht. Na. Okay.
Gut, das war der Dan Wesson. Ja. Sieht ganz ordentlich aus, das Trefferbild. Und jetzt schießen wir nochmal mit der VP9, 6 Schuss. Ja. Hop-up ist out of the box eingestellt. Gut. Das war's.